Fels. Hallo, liebe Freunde des gepflegten Panzerfahrersports. Ich begrüße euch zurück zu World of Tanks. Heute eine kleine Runde oder ein paar kleine Runden Sherman Power. Wir fangen mal an mit dem Fury, dem Tier 6 Premium der Amerikaner. Wir sind in einem Tier 8 Battle auf Prokhorovka. Ja, was soll ich sagen? Tier 8 mit dem Fury, wir hatten das ja schon mal das Thema. Keine gute Idee. Wirklich nicht. Aber was soll's? Wir stellen uns mal hier hin und gucken mal, was hier so wunderhübsches aufgeht. Wobei, ich glaube, ich bleibe hier nicht sehr lange. Denn, wie ihr seht, der Großteil meines Teams ist auf der anderen Seite. Ja, und ich muss zugeben, in dem Fury, in dem Matchmaking, also in Tier 8, fahre ich dann doch lieber dorthin, wo ich supporten kann, wo also viele meiner Teammates sind, wo ich ein bisschen Support-Damage machen kann. Hier bin ich im Prinzip alleine, fast alleine, gut, Panther 8.8, Hellcat und T-34. Aber wenn der Gegner geballt über den Berg drückt, bin ich relativ schnell weg. Die Isu kann vielleicht noch von hinten ein bisschen wirken, aber das war's dann auch. Und wir haben natürlich auch Schwierigkeiten, hier überhaupt jemanden zu treffen. Aber gut, warten wir erstmal ab, was aufgeht, ob was aufgeht. Der Panther ist ja jetzt schon, ja, am Hang, am Fuße des Berges, unser Objekt, was darüber fährt. Oh, wo kommt das denn her? Ist das von da drüben rübergefahren? Interessant. Hat allerdings auch schon einen Schuss oder mehrere eingesteckt. So, und die sind jetzt gleich oben. Dann hoffe ich doch mal, dass jetzt gleich was aufgeht hier. Ja, da ist auch was. Leider nicht bewirkbar von nur hier aus. Und interessanterweise scheint bis jetzt dort nichts weiter zu sein. Obwohl der... Da ist irgendwo ein Tiger 2. Die Frage ist, wo der ist. Uiuiuiui. Ja, das ist genau das, was ich meinte. Wenn da nichts aufgeht, sind wir hier ziemlich am Arsch. Ich glaube, ich verdrück mich mal. Ah, jetzt geht doch was auf. Ein STA-2. Den können wir sogar wirken, wenn er so stehen bleibt. Wenn man da so noch treffen würden. Wirkungstreffer. Ja, wir treffen ihn sogar. Sehr schön. Wirkungstreffer. Wir treffen ihn sogar nochmal. Ja. Und das war's dann auch. Was haben wir jetzt da noch? Einen CDC. Wirkungstreffer. Wir haben sie nicht mal angekratzt. Und dort ist der AMX. Ah, da brauchen wir gerade nicht drauf zu schießen. Wir gehen mal weiter auf den CDC. Na, komm schon. Nehmen wir mal treffen hier. Oh je. Wir haben sie nicht mal angekratzt. Dann müssen wir mal Gold auspacken. Der ging nicht durch. Und da ist wieder der CDC. Den können wir durchschlagen. Oh, da ist er weg. Wir haben sie nicht mal angekratzt. Ah, wir haben ihn getrackt. Das ist gut. Der ging nicht durch. Der ging nicht durch. Da fährt ein Ferdinand. Den können wir aber nicht... Turm von der Seite. Ah, schade. Da kommen wir durch, das ist gut. Wir haben sie nicht mal angekratzt. Na, zumindest teilweise. Wirkungstreffer. Okay. Wirkungstreffer. Ferdi, sehr gut. Der ging voll durch ihre Panzerung. Und jetzt ist der AMX noch dran. Komm, bleib stehen. Sehr schön. Wir haben sie. Sehr, sehr schön. Haben wir ja doch noch relativ gut Support dabei geleistet. Was ist denn auf der anderen Seite passiert? Ich meine, ich habe ja meine Augen auch nicht immer überall. Aber da war doch gerade noch mein gesamtes Team. Oh, shit. Den KFA 85 kann ich nicht wirken. Oh je, meine. T69 steht
Wo steht er denn? Kann ich auch nicht drauf wirken. Sind wir hier offen? Oh, 4 HP. Okay, immerhin. Wir haben ihn noch rausgenommen, aber haben natürlich empfindlichen Schaden gefressen. Jetzt hier nochmal rauszufahren ist gefährlich. Was macht die Isu? Fährt die zurück? Nee, fährt sie nicht. Die ist also scheinbar nicht offen. Oh, Panda 8-8. Gucken, ob wir da mal irgendwie hier... Oh ja, können wir drauf wirken. Wir gehen zwar auf dabei, aber wir sind eh gleich weg. Ja. Das Gefecht ist eh verloren, aber ich finde, wir haben uns ganz gut aus der Affäre gezogen. Haben auch ganz ordentlich Schaden gemacht. 2 Kills sogar. Den Panzer 4 und den AMX. Gut, das sind natürlich jetzt auf jeden Fall Panzer, wo wir durchkommen. Aber wir haben die Seite mit dem Berg doch ganz gut gehalten. Und das Gefecht ging wohl eher auf der anderen Seite verloren. Was mich jetzt auch ein bisschen überrascht hat. Gut, da wäre jetzt VK-45, Jagdtiger und das andere war noch ein Prott. Da hätte ich eh keine Chance gehabt. Ups, da fliegt die ISO uns um die Ohren. Mal gucken, was der T-34 macht. Ui, der macht hier noch einen schönen One-Shot auf den T-69. Da ist der gegnerische... Da war der gegnerische T-34. Vielleicht kriegt das Objekt den nochmal auf. Ah, er hat jetzt einen Blind-Shot gesetzt, der nicht getroffen hat, so wie es aussah. Da war noch ein Emil. Der hat es dann irgendwann mal auf den Berg geschafft. Tja. Da ist er, der Emil. Der hat eine böse Gun. Ja. Das war's. Das war's. Gucken wir uns mal die Auswertung an. Ich fand, wir waren gut. Tier 8 Battle. Kann man mit Film Fury noch nicht allzu viel machen. Wir haben 3. Klasse bekommen. Wirkungsfeuer und Schläger. Haben auf den Tiger sogar noch... Ach, durch den Kettenabschuss. Sehr, sehr geil. Aber was haben wir ihm noch kaputt gemacht aus der Kette? Nur die Ketten. Fährt die Munitionslager rausgenommen. Kette und hier Motor. Sehr schön. Wir sind vom Schaden her, geil, auf dem 4. Platz. Die ISU war richtig gut mit 5300 Schaden und 3 Kills. Wir haben 1387 Schaden, 2 Kills und 462 Basis-XP, damit auch Platz 4. 24.000 Credits plus und 900 Erfahrungspunkte mit Premium. War in Ordnung für das Tier 8 Gefecht, auch wenn es leider ein Lose war. Ich kann ja euch mal meine Statistik für heute zeigen. 12 Gefechte, also so läuft es im Prinzip seit einigen Wochen. 41% Siegrate. Sehr bescheiden, würde ich sagen. Aber was soll's. Ich habe ja gesagt, wir machen Sherman Action. Also gibt es jetzt in der 2. Runde den Firefly. Da ist ja meine Mannschaft noch nicht ansatzweise so weit wie beim Fury. Deswegen müssen wir den auch noch ein bisschen fahren. Und mal gucken, wie es da läuft. Also bis gleich im Firefly. Los geht's. Los geht's. Wir sind im Firefly auf Fjorde oder Fjord, wie auch immer. In einem Tier 7 Gefecht. Das ist ja schon mal ein bisschen besser als diese blöden 8er Gefechte. Da hat man als Sherman und vor allen Dingen als Fury. Ja, schwierig, schwierig, schwierig. Gut, der Firefly ist von der Charakteristik ein bisschen anders. Er ist etwas behäbiger. Die Kanone schießt nicht ganz so schnell, beziehungsweise eigentlich doppelt so lange. Und wenn wir mal, ich bremse hier mal ab, wenn wir mal auf die Werte gucken, ich muss ja Steuerung dafür drücken, deswegen geht die Karte auf, hat einen deutlich höheren Durchschlag und, huch, ich mach nochmal kurz auf, 171 Durchschlag und 150 Alpha. Das sind schon mal ganz andere Werte als beim Fury. Und trotzdem ist es ein reiner Support-Panzer, also der hält nichts aus, es geht viel durch. Es ist ein Medium, aber eigentlich eher so als... Also den kann man relativ gut als Sniper spielen, die Kanone ist etwas genauer oder ist genauer als die vom Fury. Wenn sie trifft. So, genau, fahren wir erstmal hier vor die Kache. Der Krommel bleibt stehen.
Okay. Schade. Auf den hätte man ruhig ein bisschen wirken können. Der ist jetzt... was kommt da? Wir haben sie böse erwischt. Ach, ist das geil. Das muss wehtun. Och, kommt. Jetzt wäre aber mal ein bisschen Durchschlag schon schön. Der ging voll durch ihre Panzerung. Nehmen wir den AMX. Wirkungstreffer. Gut. Was haben wir hier? Ein Chevy. Kritischer Treffer. Was ist denn heute nur los? Ich ziehe ja bloß Ketten. Jetzt treffe ich wieder mal nicht und jetzt ist ein... Ja, okay. Das, wir hätten jetzt schon gut und gerne doppelt so viel Schaden haben können. Dann nehmen wir wenigstens erstmal den Cromwell raus und knöpfen uns jetzt den... Wir haben sie böse erwischt. Ja, den KV-2 vor, wo wir auch wieder nur böse erwischt machen. Ah, der ging daneben. Zum Glück gehen wir nicht auf. Die stehen weit genug weg. Der Emil dort steht relativ weit vorne. Der könnte auch mal durchaus aufgehen, wenn er Pech hat. Und unten an der Halbinsel sieht es nicht gut aus für uns. Da ist der Gegner schon durchgebrochen mit 3 Heavys. Der ging nicht durch. Och, kommt, Leute. Was ist denn nur los? Gut, dann nehmen wir den AMX eben raus. Und jetzt könnte sich ruhig nochmal der KV-2 zeigen. Der könnte ja jetzt irgendwie mal Mut fassen und denken, jetzt ist dort nichts mehr, aber... jetzt wird es problematisch hier. Ich glaube, der Emil kriegt das auch alleine hin. Mit seiner Kanone. Ja, okay. T-34-85. Das ist jetzt keine gute Entscheidung, was du getroffen hast. Du hättest da bleiben können. Jetzt, der Lux kommt. Vielleicht spottet er ein bisschen was für uns. Ich bin jetzt hier mal ein bisschen mutiger und stelle mich in den vorderen Busch. So, mal gucken. Fernglas geht an. Querschläger. Da hätten wir den KV-2 ruhig mal treffen können. Hätte ich mich sehr drüber gefreut. Der T-34 hat sich wohl verkrümelt und der Lux versucht jetzt irgendwie hier, keine Ahnung, den KV-85 zu kriegen. Ich weiß es nicht. Auf jeden Fall deckt er jetzt rechts erstmal ab und wir wissen, dass dort nichts steht. Und der HTC hat da ganz gut die Seite gehalten bisher. Jetzt ist die Frage, wann kommt der KV-2 von da vorne? Wenn der Emil und ich einmal treffen, ist er weg. Ah, okay, dort ist der T-34, der sich jetzt mit dem Lux anlegt. Ah, es könnte schwierig werden für den Lux, aber er könnte ihm zumindest einiges an Schaden au aua, na komm Lux, du triffst doch nochmal wenigstens. Der Lux schafft es scheinbar nicht, da irgendwie Schaden auf den T-34 zu bringen. Nope. Und die spannende Frage ist immer noch: Was macht der KV-2? Ah, der Lux geht auf die Artis. Das ist natürlich auch eine Variante, die man machen kann. Okay, an der Insel, an der Halbinsel unten ist jetzt aufgeräumt. Und ich fahre jetzt mal hier vor, um den KV-2 irgendwie aufzubekommen. In der Hoffnung, dass mir der Emil hilft. Der Lux hat es leider nicht geschafft, alle Artis rauszunehmen. Habe ich jetzt auch nicht damit gerechnet. Aber er hat auf jeden Fall für Verwirrung gestiftet und der T-34 ist auch raus. Mal gucken, ob wir hier den KV-2 in irgendeiner Art und Weise aufbekommen. Ich lade mal zur Sicherheit für die nächste Kugel Gold. Und dann sagen wir mal, hello KV-2. Er war hier. Ne, wenn er noch dort wäre, wäre er jetzt offen. Er hat sich also auch in irgendeiner Art und Weise verkrümelt. Ja gut, damit hätte man eigentlich schon viel... Da ist er. Eher rechnen können. Okay, wir haben ihn aufgemacht. Die Arti schießt jetzt drauf. Das finde ich ja schon mal klasse. Ja, so stelle ich mir das vor. Das war doch schön.
Ich mache ihn auf. Ja, Goldnoob. Kriegst du einen Schmatzer von mir, mein Freund. Ich hab's ja schon ganz oft gesagt, es ist völlig legitim. Es ist erstens keine... Oh, KV2. Mh. Vor allen Dingen, ich hab... Das ist so herrlich. Das ist so herrlich. Da ist der Top. Ui. Der ging voll durch ihre Panzerung. Tok interessiert sich nicht für uns. Wirkungstreffer. Wirkungstreffer. Aber ich krieg gleich Support vom Emil. Wirkungstreffer. So. Na Emi, wo bleibst du denn? Gegnerisches Fahrzeug ausgeschaltet. Naja, haben wir uns die Hitpoints vom Tok selber abgeholt. Vielleicht hat er jetzt auch gerade drauf geschossen. Ich habe da gar nicht so richtig drauf geachtet. Ich habe bloß gemerkt, dass er mich beschießt. Und das fand ich dann irgendwie nicht so cool, weil sein Turm dann doch relativ schnell gedreht hat. Es gab erste Klasse. Meine erste Klasse im Sherman Firefly. Na, das ist doch mal schön. Ansonsten gab es halt wie immer Wirkungsfeuer und Schläger. Wir haben 380 auf den KV2, auf den Tok. Ah, da hat der Emil doch noch drauf geschossen, alles klar, vielen Dank. Sonst wären wir höchstwahrscheinlich weg gewesen. Der Tok schießt nämlich auch relativ schnell. 458 und auf den Chaffee haben wir auch noch. Durch den Kettenabschuss hat sich immerhin gelohnt, dass wir am Anfang so viel Ketten- oder Modulschäden gemacht haben. Mit 440, sehr, sehr nice. Gucken wir doch mal, wir sind von den Erfahrungspunkten bester mit 100 Punkten, sogar mehr. 975 Basis-XP, 3 Kills. Vom Schaden sind wir auf dem Platz 2 hinter dem T28 HTC mit 1618 Schadenspunkten. Dafür, dass es ein Tier 6 Panzer ist, ist es ein super geiler Wert. Bin ich auf jeden Fall sehr zufrieden. Und wow, guckt euch mal das hier an. 1278 Schaden ermöglicht. Das, da freue ich mich fast mehr über die 1600. Auch wenn wir eigentlich nur rumgestanden haben, haben wir doch mit den Kettenabschüssen und mit dem Aufklärungsding auf den KV2 gute Arbeit geleistet. Manchmal lohnt es sich doch ein bisschen zu campen. Man muss intelligent campen, sag ich mal. 26.000 Credits plus und mit Tagessiegs 2.924 XP, das ist also super, super nice und das vor allem mit einer Mannschaft, die noch lange nicht bei 100% ist, da fehlen nämlich noch 2% Pünktchen, wie ihr seht, und wir können ja auch mal gucken, da die Modification sagt mir das ja so wunderbar, also ich brauche noch ungefähr 15 Gefechte, um 100% zu haben und dann kann ich auch anfangen am ersten Skill zu arbeiten. Gut, das waren der Fury im ersten Gefecht mit einem Loose auf Tier 8, aber dennoch ganz gut Schaden gemacht. Und danach der Sherman Firefly auf Tier 7, oder? Ich um meinen Kopf, ey. Ja, Tier 7, genau. Wenn es euch gefallen hat, also die zwei Runden, lasst mir gerne ein Däumchen nach oben da. Schreibt mir in die Kommentare, wie ihr die Panzer so findet, ob ihr sie vielleicht selber in der Garage habt. Und dann sehen wir uns wieder zu einem der nächsten Gefechte hier bei mir auf dem Kanal. Macht's gut, ciao, euer O'Hare.